Der Lancer ist kein Hatchback. Ruf immer mal die Rangliste auf. Sie zeigt dir, ob du mit den besten Rennfahrern der Stadt mithalten kannst. Und merkt, dass ich noch meines mehr Leistung. Ich hatte das Gefühl, der wollte mich umbringen. Die fahren nicht unbedingt gerade im Fernmittel. Naja. Nichts, wovon ich mich nicht abhalten ließe. Einfach genau gleich weiter. Sauberer Abschnitt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber es war's schon mit dem sauberen Abschnitt. Hat ja fast umgekippt. Aber mein Auto fährt ja auch nicht besonders schnell, obwohl ich es auf Leistung getrimmt habe. Und obwohl die Beschleunigung auch noch um einiges besser ist als mein Vauban. Oder zumindest Statistik gesehen sollte sie besser sein. Ui, das war knapper als gedacht. Mäßig bin ich noch ganz gut drin. Und da ist das Ziel. Oh, 4300 Punkte. 900 kommen aufs Konto. Und ich habe den 2003 Ford Focus ZX3 freigeschaltet. Und den Atlantica-Rundkurs. Schön. Jetzt muss ich nochmal schauen, welche der Autos am schlechtesten ist. Von der Leistung her. Okay, für die meisten Strecken nehme ich jetzt schon den Lancer und dann, wenn ein Drag ansteht, dann nehme ich ganz klar den Golf. Weil der hat noch schlechtere Stats, was Beschleunigung und Geschwindigkeit angeht. Wo haben wir den Ford? Hier ist der Ford. Da viel besseres Handling. Ja.
Ja, da kann man nicht viel machen, ja. Und da gibt's wieder ein Turnier, diesmal Drag. Okay, damit ist klar. Golf. Außer der Fokus hat noch ein schlechteres sein. Beschleunigung. Nein, der ist viel besser. Also Golf. Damit kommt der Golf. Den Spoiler hat er, glaube ich, noch. Nee, hat ihn nicht mehr. Der ist weg. Der muss wieder drauf. Spoiler Flight hier. Der muss drauf. Für irgendwas habe ich ihn ja gekauft. Nicht damit er nicht drauf ist. So, und damit mache ich jetzt noch ein Turnier. Und dann beende ich's mal für heute. Ein Sieg allein reicht nicht. Du musst der Schnellste sein. Wine Street runter, rauf und wieder runter. Dann gibt's was. Okay. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Turniers gewinnt. Ja, ist mir bereits klar. Danke für die Erinnerung. Und ja. Bald geht's los. Civic Golf MX5. Ah, überdreht. Die Spur wechseln ist ja gar nicht nötig gewesen. Jetzt muss man auf die Kreuzungen schauen. Da kann es sein, dass ein Auto mal von rechts oder von links kommt. Diesmal aber nicht. Das war ein gutes Rennen. Wie gesagt, im Drag werde ich dankbar sein. Weiter zum nächsten Rennen. Und jetzt bin ich dankbar. Gut, habe ich Leistungsteile. Es lädt. Und jetzt geht's runter. Ah, überdurt. Wieder übertourt. Dreck. Schon wieder übertourt. Dreck. Wenigstens ein perfekter Schaltvorgang. Wäscheffekt. Wow, cool. Noch eine Chance. So, das nächste Rennen muss ich aber mindestens Zweiter werden. Vortex-Wagen. Okay, aber das ist für den Arcade-Mode. Besser gesagt für den Quick-Race-Mode. So, jetzt noch das letzte Rennen. Und ich bin wirklich verdammt froh auf die Motorteile. Aber die besten Teile kommen erst noch.
Die ersten zwei Schaltwechsel sind die wichtigsten. So schlecht geschaltet, schade. Warum sind die ersten zwei am wichtigsten? Jetzt seht ihr, da kommt Verkehr. Weil die ersten zwei Schaltwechsel, die bringen dich die entscheidenden Meter. Nach vorne. Okay, Stefan hat einen Totalschaden, Nesto wurde mit 20 Sekunden Rückstand Dritter, Al mit 10 Sekunden Rückstand Zweiter und ich wurde ohne großen Fehler Erster. Ich hab's mir schwerer erwartet. Und damit ist auch hier die Punkteausbeute und der Sieg relativ deutlich ausgefallen. So, 6052 Punkte mehr. ECU, Einspritzsystem, Turbo und Bremsen. Dazu noch eine Streckfreigestaltung 14th and Wine Construction Drag Strecke Reverse. Okay, ich werde noch tunen. Nochmal den Wagen umtauschen, falls nötig. Und ja, das wäre es dann für heute. Dann schauen wir mal. Wagen tunen, Leistung, ECU. Hier trifft Wissenschaft auf Geschwindigkeit. Mit ein bisschen Chiptuning kannst du deine Leistung noch verbessern. Und ihr seht, es bringt wahnsinnig viel Leistungschip. Jackson Racing, wenn ach, nehmen wir das. Dann haben wir Turbo. Mit einem Turbo schneller auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Hör dir diesen Sound an. Da haben wir die Straßenleistung mit einem Serienturbolader. Es gibt noch zwei weitere Sonderanfertigungen und Motorsportturbolader. Aber nehmen wir mal den hier. Es gibt ja auch keinen anderen. HKS, G-Ready oder Stillen oder Apexi oder Turbonetics. Ich nehme Turbonetics. Dann noch Bremsen. Wenn du deinen Wagen mit mehr Leistung vollstopfst, musst du auch deine Bremsen upgraden. Bau dir also besser einen Bremskit ein. Okay, Bremsbeläge Standard, stahlummantelte Bremszüge und Bremsscheiben gelocht. Was bringt nochmal einiges mehr Handling? Also überall, wo Brembo draufsteht, kann es nur gut sein, also nehme ich Brembo. Okay, jetzt muss ich mal schauen, welches Auto ist besser, welches ist schlechter. Der ist um einiges besser. Wow. Der ist auch total besser. Der geht. Der ist auch nicht gerade schlecht. Der ist auch besser. Der ist auch besser. Und noch Mitsubishi. Jetzt ist der besser. Okay, damit bleibe ich gleich beim Ball. Verdammt! Damit bleibe ich beim Golf. Och Mensch. Wenn wir schon da sind, kann ich auch gleich die Bremsbeläge färben. Gelb ist ja schön und gut, aber ich nehme Rot. Passt gerade ganz gut zu den Welpen. So. Dann wird nochmal gespeichert. Und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß bei den anderen Videos. Und tschüss, ne?